Mein Name ist Wolfgang Tröger. Ich bin der Inhaber und Heimleiter vom Alten- und Pflegeheim unter Tagespflege Palmenhof in Dornstetten. Wir haben aktuell 68 Mitarbeiter und davon sind 19 mit Migrationshintergrund aus den verschiedensten Nationen. Mitarbeiter, die aus dem Ausland zu uns kommen, bringen nach unserer Erfahrung sehr oft sehr gute Eigenschaften mit, wie eine große Geduld im Umgang mit unseren Krankheitsbildern und eben einen sehr hohen Respekt vor dem Alter. Ganz wichtig, damit jede Form von ausländischen Mitarbeitern im Betrieb gut integriert wird, ist in erster Linie mal das Team der schon vorhandenen Mitarbeiter, dass sie ohne Vorurteile aufgenommen werden können, dass sie wo nötig Unterstützung kriegen, dass man schnell rausfindet, wo die bestimmten Talente liegen und die da gefördert werden, sodass sich auch für die Migranten ein Erfolgserlebnis einstellt. Wir haben über das IQ-Förderprogramm einen Mitarbeiter aktuell, der aus Pakistan ursprünglich stammt. Und ich war überrascht, wie problemlos das über die Bühne gegangen ist. Ich hätte mit deutlich mehr Arbeit gerechnet, aber letztlich gab es ein Vorstellungsgespräch. Die ganzen Formalitäten wurden von IQ erledigt und er hat eigentlich bei uns angefangen, wie jeder andere Mitarbeiter auch. Es waren ein paar Seiten mehr zu unterschreiben. Das war's.